Hallo und herzlich willkommen in der Facebook-Gruppe und ich lebe noch und auf allen unseren Social-Media-Kanälen. Es gibt wieder neue Nachrichten zum Buch. Wir sind am 26. den Feiertag Montag in Druck gegangen und warten jetzt nur noch auf die bestellten Bücher, die hoffentlich bis 20. November zur Lesung bei uns ankommen. Wir sind offiziell veröffentlicht auf ePubli, da könnt ihr das Buch jetzt kaufen. Natürlich würde es uns freuen, wenn ihr persönlich in die Villa kommt und dort ein Buch kauft und euch die Lesung von Veronika Polly anhört, weil das wird sicher cool. Aber alle deutschen Leute und Fans können über ePubli das Buch bestellen. Der Link ist in der Gruppe. Ich werde noch mal erneut posten, wenn er weiter runterrutscht. Dann gibt es noch Neuigkeiten. Einen Tag vor der Lesung, also am 19.11., sind wir im Campusradio der FH St. Pölten zu hören. Unter der Sendung Starke Frauen. Der Campusradio hat einen kleinen Radius zur Ausstrahlung. Also wer nicht in St. Pölten und geringster Umgebung wohnt, kann die Frequenz nicht empfangen. Die Frequenz ist übrigens 94,4. Wenn ihr die nicht empfangen könnt, dann könnt ihr über die Campus-Radio-Seite bitte in Google eingeben oder in der Facebook-Gruppe nachschauen, den Livestream hören. Und es würde sehr freuen, wenn viele Leute zuhören. Wir werden nachher auch eine Kopie der Sendung in der Gruppe online stellen. Aber Live-Zuhörer sind natürlich immer besser. Da wird es auch Musik geben. In dieser Stunde nur deutsche Musik, die zum Buch passt und so weiter. Und ja, dann möchte ich mich noch bedanken bei allen unseren Unterstützern und Förderern und bei Polly und Peter und ja, allen, die uns so unterstützt haben. Wir haben das Buch jetzt in 3 Monaten geschrieben, das ist Rekordzeit, aber ich glaube, es ist uns ganz gut gelungen. Der Druck ist jetzt ohne Vordruck, also haben wir das Risiko von 300 Büchern, wenn die nicht gelingen, können wir sie wegschmeißen, aber ein bisschen Risiko muss man eingehen im Leben, da die Druckerei zu große Druckaufträge hat und damit keinen Vordruck mehr anbietet. Dann möchte ich noch kurz sagen, das ist zwar etwas spät, aber ihr habt sicher schon gesehen, morgen an Halloween, am 31. Findet eine Benefizveranstaltung für das Buch statt in Losdorf bei Mariannes Mutter im Hof. Die Adresse steht auf der Einladung, die ihr in der Gruppe findet. Bitte dafür anmelden. Es gibt eine eigene Gruppe, die heißt Kürbissuppenessen. Da müsst ihr euch als erstes registrieren, also anmelden. Dann werdet ihr freigegeben und könnt euch für das Kürbissuppenessen anmelden. Uns würde freuen, wenn da auch viele Leute kommen. Es gibt da leider noch keine Bücher, wie gesagt. Aber es wird ein gemütliches Zusammensein und wird sicher ganz lustig. Das war dann eigentlich alles, was ich sagen wollte. Und ihr werdet in Kürze natürlich wieder informiert, was es Neues gibt. Liebe Grüße von Marianne und von mir. Und ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend oder wann immer ihr auch das Video seht, einen schönen Tag. Und vielen Dank fürs Zusehen. Eure Ines. Ciao.